Eigentlich ist es ja schon erstaunlich, wie überrascht die Märkte gestern waren, dass Powell, der Fed-Chef, so hawkisch war. Naja, was wäre ihm denn sonst übrig geblieben nach den heißeren Inflationsdaten, nach den stärkeren Wirtschaftsdaten, hätte er da sagen sollen, wieder Disinflation. Wir werden jetzt bald die Zinsen senken, sehr, sehr unwahrscheinlich. Insofern war das, was die Anleihemärkte, vor allem die zweijährige US-Staatsanleihe, eingepreist haben, realistisch. Das, was die Aktienmärkte sich erträumt hatten, wieder mal unrealistisch. Nicht das erste Mal, dass die Aktienmärkte ein bisschen eine lange Leitung haben, aber entscheidend ist ja jetzt, was jetzt kommt. Und wir haben gelernt, die Fed wird die Zinsen höher anheben müssen. Sie wird diese Zinsen länger oben halten müssen und das bedeutet ziemlich garantiert harte Landung der US-Wirtschaft und das vor dem Hintergrund, dass wir ja kürzlich noch diese These des No Landing, also die Wirtschaft, die kühlt sich gar nicht ab, weil wie durch ein Wunder diese Zinsanstiege verpuffen, irgendwie am Konsumenten nicht vorbeigehen, das ist sozusagen so eine Art Wunderlehre, Voodoo-Ökonomie, die da wieder um sich gegriffen hat. Das war einer der Motive der Aktienrallye. Siehst du, diese Zinsanhebungen, die machen doch gar nichts aus. Wir machen mal eben weiter wie bisher. Jemand, der das vertritt, ist etwa Ed Yardeni. Don't bet against American consumers. Wette nicht gegen amerikanische Konsumenten. Die Wette würde ich sofort eingehen. Warum, will ich gleich zeigen. Und Chartered Financial sagte dagegen, die Zeit ist nicht auf der Seite eines No-Landing-Szenarios. Really, das ist richtig. Wir werden gleich auch sehen, warum. Hier zunächst mal sehen wir etwas völlig anderes als ein No-Landing. Hier sehen wir die klare Botschaft der Anleihemärkte mit einer Zinskurve, einer invertierten Zinskurve zwischen der 2- und der 10-jährigen von über 100 Basispunkte. Das ist die deepest Bond Yield Inversion since Volcker suggests hard landing. Also das deutet darauf hin, dass wir hier eine harte Landung sehen werden und das halte ich im Prinzip jetzt für unvermeidbar. Die Anleihemärkte haben das inzwischen eingepreist. Hier gestern Jeff Gundlach mit seinem Webcast, der Bond-König, der sagt hier, die Tightening Standards bei Banken nehmen zu, also die Banken, die werden immer rigider bei der Kreditvergabe, deswegen werden wir mehr Zahlungsausfälle sehen, werden mehr Insolvenzen sehen. Vielleicht, sagt er, sind wir schon 2 Monate in einer Rezession. Jedenfalls, und das zeigt nochmal, was derzeit wirklich am Markt los ist, man kann jetzt schon für eine 3-monatige US-Staatsanleihe, für eine Treasury Bill, bekommt man schon 5% Zinsen. Ein Jahr früher, also vor einem Jahr genauer gesagt, waren es noch 0,38%, jetzt 5%, das muss man sich mal vorstellen. Und all das wird natürlich nicht ohne Folgen bleiben, wenn Geld teurer wird, wenn Kreditvergabe rigider wird, wenn die Belastungen vor allem für jene härter werden, die eben eine flexible Verzinsung ihres Kredits haben, was in den USA teilweise am Immobilienmarkt der Fall ist. Hier sehen wir etwa im Jahr 2012 eine durchschnittliche monatliche Mortgage Payment, also Hypothekenzinsenzahlung, wenn man sich da ein Haus auf Kredit gekauft hat in Atlanta, durchschnittlich bei $320 pro Monat, aktuell $2000 pro Monat. Und hier Alf, der im Finanzbereich sehr, sehr gut vernetzt ist, der Italiano, der hat hier einen Chatverlauf mit einem guten Bekannten, der bei einem großen Hedgefonds arbeitet und auf Immobilien spezialisiert ist. Der fliegt jetzt zu einer Konferenz, wie er hier schreibt. Und der sagt, the recession is already here for the real estate industry, which is the biggest asset class. Also die Rezession ist schon im Immobilienbereich der Fall und das ist die mit Abstand wichtigste Assetklasse in den USA. Klar, da geht es halt um ganz, ganz große Summen. Es ist ein absolutes Desaster und von diesem Immobiliensektor wird dann diese Abwärtsbewegung in Richtung harte Landung der US-Wirtschaft kommen, denn ich habe es schon betont, likely to be higher, nämlich the interest rates und länger. Es wird ein harter Weg sein, bis wir die Inflation kontrollieren. Wenn wir die Inflation nicht kontrollieren, dann macht nichts mehr wirklich Sinn. So gestern diese Aussagen von Jerome Powell und Elizabeth Warren. Die Demokratin versteht das nicht so ganz. Die will lieber 2 Millionen Jobs retten und dafür 300 Millionen Menschen gefährden, wenn eine totale Erosion in das oder wenn das Vertrauen erodiert in Geld, dann hast du ganz andere Themen. Jedenfalls sehen wir, wenn wir hier oben mal die Reaktion der Märkte uns dann anschauen,
dass der VIX hier ein schönes Kerzchen nach oben gemacht hat. Also wir haben gesehen, die Volatilität ist gestiegen. Warum? Weil jetzt praktisch diese Option eines 50-Basispunkten-Schrittes, vielleicht sogar mehrere 50-Basispunkte-Schritte, plötzlich wieder da ist. Und das jetzt im Vorfeld dieser Schuldenobergrenze. Das Ganze wird dann im Sommer wirklich heiß werden. Aber was für ein Unterschied, jetzt plötzlich sogar 0,5er, mehrere 0,5er Zinsanhebungen auf dem Tablett, und wir sehen die Terminal Rate Expectations jetzt bei 5,63%. Ich hatte mehrfach schon auf diesen massiven Anstieg dieser Terminal Rate Expectations hingewiesen, also wo der Zinsgipfel liegt. Kürzlich noch bei 5,2%, jetzt 5,6%, noch im November bei 5%, noch im September bei 4%. Also wir sehen, das geht immer weiter nach oben. Und das bedeutet, jetzt kommt es natürlich auf die Daten an, die da kommen. Ob es dazu kommt, dazu gleich mehr. Jedenfalls sehen wir, dass jetzt eigentlich 3 Zinsanhebungen, 75 Basispunkte bis Mai inzwischen eingepreist werden. Wir sehen, dass das natürlich auf die Aktienmärkte gedrückt hat. Der S&P 500 kämpfte hier mit wichtigen gleitenden Durchschnitten. Aber vor allem die zweijährige US-Anleiherendite, das erste Mal seit 2007 über die Marke von 5% gestiegen. Und Mohamed El-Erian sagt hier richtigerweise, achtet auf diese zweijährige Anleiherendite, denn das ist die Anleihe mit einer Laufzeit, die besonders eben auf diese Fed-Politik reagiert. Und warum sind die Zinskurven so invertiert? Nun, weil die zweijährige Anleiherendite antizipiert, dass die Fed die Zinsen weiter anhebt und eben eine Zeit lang oben lassen wird. Die zehnjährige US-Staatsanleihe dagegen preist bereits ein, dass die Folgen dieser Zinsanstiege eben eine absolute Schwächung der Wirtschaft sind, eine harte Landung, eine Rezession. Deswegen gehen die Renditen am langen Ende, also bei längeren Laufzeiten, nicht mit. Und wir haben hier gesehen, etwa der Dollar war ja zuletzt schwach gewesen. Die zweijährige Anleiherendite hat gezeigt, oh, da kommt was. Und jetzt sehen wir, dass diese Lücke sich wieder schließt durch eine massive Rallye im Dollar. Dazu gleich mehr. Jedenfalls sehen wir auch, hier oben mal in diesem Chart, ein Vergleich zwischen dem Move, also der Volatilität an den Anleihemärkten, und dem VIX, der Volatilität beim S&P 500, also bei den Aktienmärkten. Die Vola ganz gering an den Aktienmärkten, bei den Anleihemärkten schon viel mehr Power drin. Warum? Weil die Fed Fund Expectations, also die Erwartung, wie die Zinsstruktur, wie es mit den Zinsen weitergeht, seitens der Fed, die hat sich eben signifikant nach oben geschoben, und dann hat der auch gestern der Dollar reagiert. Größter Anstieg seit November letzten Jahres. Jetzt kommt der Zula L. Brainard, wird ausscheiden oder scheidet aus. When Lael's away, the Hawks will play. Das heißt, die Fed wird damit nicht dovischer, wenn die größte Taube rausgeht, nämlich die Fed-Vizechefin. Und jetzt natürlich wichtig, übernächste Woche haben wir dann die Fed-Sitzung, und Kashkari hatte bereits gesagt, achtet auf die Dotplots, die dürften sich jetzt, also die Erwartung der Fed-Mitglieder an die weitere Zinsentwicklung, die dürften sich jetzt maßgeblich nach oben schieben. Etwa Goldman Sachs hier in Gestalt von Jan Hatzius erwartet 50 Basispunkte nach oben, also die ganze Kurve, die schiebt sich mal um ein halbes Prozent nach oben. Das sind gigantische tektonische Bewegungen, die wir da an den Anleihemärkten sehen, und die Aktienmärkte meinten, es geht uns alles nichts an. Hier sehen wir heute die wichtigen Daten. Erstens 14.15 ADP Beschäftigungsindex oder Änderung, 200.000 erwartet. Je schlechtere Arbeitsmarktdaten wären gut für die Märkte, bessere wären schlecht für die Märkte. Und dann wahrscheinlich noch wichtiger, die JOLs, die Job Openings, also die angebotenen Stellen in den USA, die zuletzt ja so massiv auf der Oberseite überrascht hatten mit knapp über 11 Millionen Stellen. Für heute erwartet 11,5 Millionen. Ich kann mir vorstellen, dass die Zahl heute niedriger reinkommt, so bei 10,2, 10,3. Das wäre für die Bullen vielleicht dann die Chance, dass sie vielleicht doch noch einen 50 Basispunkte, also eine 0,5% Zinsanhebung verhindern könnten. Oder da wir brauchen heute, eines dieser Daten muss schlechter sein. Und dann natürlich sehen wir auch die Non-Farm Payrolls am Freitag, also die großen Arbeitsmarktdaten am Freitag, die 10 Monate in Folge jetzt auf der Oberseite überrascht haben. Hier ganz wichtig für die Bullen, dass diese Zahl schlechter reinkommt. Sonst hätte es ja ein Problem. Und hier sehen wir mal die Reaktionen der Märkte. Wir sehen die US-Indizes, naja, 1,5% im Minus, um und bei durchschnittlich, meine Damen und Herren. Kommt drauf an, wo man hinschaut. Interessant eben, defensive Sektoren oben.
wie Consumer Staples, aber Technology hält sich relativ gut. Interessant eben, dass Finanzwerte am stärksten abverkauft wurden mit minus 2,58% für diesen Sektor im S&P 500. Ja, Invertierung der Zinskurve, das ist nicht gut für Banken, weil eben hier die Fristentransformation dann nicht mehr wirklich zum Tragen kommt. Sprich, das Geschäftsmodell der Banken, das ja darin besteht, ich leihe mir kurzfristig Geld aus, am Geldmarkt zum Beispiel, und verleihe es dann längerfristig an irgendwelche Kunden, nehme dafür aber viel höhere Zinsen, als ich eben kurzfristig für meine eigene Leihe bezahlen muss. Und wenn die Zinskurve invertiert ist, dann funktioniert das Spiel nicht mehr. Nämlich dann ist die kurzfristige Geldaufnahme für eine Bank schon viel teurer geworden. Dementsprechend macht die längerfristige Ausleihe dann fast gar keinen Sinn mehr. Das ist auch der Grund, warum dann eben die Wirtschaft nach unten geht. Diese Ausleihen, diese Kredite passieren nicht mehr, weil sie sich schon nicht lohnen für die Banken, die dann auch noch risikoaverser werden, weil sie sagen, naja, das sieht jetzt nicht gut aus für die Konjunktur, da werden wir mal vorsichtiger. Hier sehen wir mal die Reaktionen der Aktienmärkte, dieses Reversal. Wir hatten schon hier diese Kerze am Vortag. Die Märkte waren ja vorgestern bullisch reingestartet in den Tag, aber haben dann doch ziemlich schwach geschlossen. Gestern dann diese starke rote Kerze. Wenn wir uns oben mal anschauen, hier auf 60 Minuten den S&P 500 in diesem Chart von Ron Walker, dann sehen wir eine stark falling Wedge, eine stark fallende Wedge. Da könnte jetzt auch mal wieder was dagegen kommen im kurzen Zeitfenster. Also wir sind ein bisschen überverkauft im kurzen Zeitfenster, übergeordnet im mittleren Zeitfenster. Short aus meiner Sicht bleibt angesagt. Wir sehen hier ein bisschen Bärenpornografie, meine Damen und Herren. Gleich am Morgen, das vertreibt Kummer und Sorgen. Hier diese Struktur, die wir auch 2008 gesehen hatten. Wir brechen scheinbar aus diesem Abwärtstrendkanal aus. Und ich kann mich erinnern, Vogtmann, kapierst du nicht, dass wir schon längst einen Bullenmarkt haben? Siehst du es nicht? Die normative Kraft ist faktisch. Der Kurs erzählt immer die Wahrheit. Nein, das tut er nicht. Manchmal sind Kurse eine Zeit lang so ein bisschen neben der Spur, vor allem wenn es sich um die Aktienmärkte handelt. Bei den Anleihemärkten wäre ich da vorsichtiger, die sind schlichtweg schlauer. Also eine Struktur, die Ungemach andeuten könnte, übergeordnet. Ich rechne jetzt nicht mit einem großen Crash, möchte ich mal sagen, aber eben schon mit einem Rücksetzer von um und bei 20%. Dann wäre der S&P 500 langfristig immer noch im Aufwärtstrendkanal. However, jetzt ist natürlich die Frage, wie vertragen die Märkte, wie verträgt eine überschuldete Welt maßgeblich oder sehr rasant steigende Zinsen? Die Antwort ist gar nicht. Also nicht gut, zumindest auf der einen Seite, wie Daniel Stelter hier richtig sagt, Inflation wirkt. Public Debt to GDP Ratio, also die öffentliche Verschuldung in Relation zum BIP, fällt deutlich. Das macht eben die Inflation, pusht ja vor allem auch dann das BIP nach oben. Gleichzeitig entwertet sie ja diese Schulden, das darf man ja auch nicht vergessen. Wenn ich eine Inflation von 8-9% habe, dann enteigne ich ja indirekt diejenigen, die vorher meine Schulden gekauft haben. Das ist ein Effekt, der oft vergessen wird. Jeff Gundlach, ich hatte ihn vorhin schon mal erwähnt, der mit einer Grafik, was da an Zinsbelastung eben auf die USA zukommen wird. Klar, das wird gigantisch sein. Und deswegen ganz interessant, gestern vor dem US-Senat, was Paul hier gesagt hat, wurde von einem Senator gefragt, naja, wie stark beachtet ihr diese starke Zinsbelastung dann für den US-Staatshaushalt? Und dann sagt Paul, gar nicht, das ist nicht etwas, was wir berücksichtigen können und dürfen, denn das ist Fiscal Dominance. Wir können unsere Geldpolitik nicht daraus ausrichten auf diese Frage, naja, vielleicht wird die Zinsbelastung zu hoch. Das ist natürlich nur die halbe Wahrheit. Paul muss natürlich das Ganze austarieren, er ist formal unabhängig, formal, aber natürlich kriegt er Druck von der Politik. Und das zeigt aber, dass er zumindest theoretisch sagt, nein, 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 da achten wir überhaupt nicht drauf. Die Märkte werden sehr, sehr stark drauf achten. Und wenn wir schon von drauf achten sprechen, dann haben wir am Freitag die Arbeitsmarktdaten aus den USA. Wir haben dann am kommenden Dienstag eben die neuen Inflationsdaten. Laut Inflation Nowcast von der Cleveland Fed dürfte die reinkommen bei 0,54 zum Vormonat und 6,2% zum Vorjahresmonat. Vor allem Energie wird jetzt nicht mehr, der ganze Ölsektor, Benzinpreise etc. dürfte jetzt nicht mehr disinflationär, sondern leicht inflationär wirken. Und wir sehen hier schon mal eine Indikation, zum Beispiel Gebrauchtwagen in den USA im Februar. Die Daten sind gestern veröffentlicht worden, plus 4,3%. Das ist der größte Anstieg seit dem Jahr
2009. Das hat es also vorher oder seit über 10 Jahren nicht mehr gegeben, dass die Preise so stark gestiegen sind. Jetzt der 4. Monat in Folge wieder mit steigenden Preisen. Und das zeigt so ein bisschen dieses Stagflationsszenario, das da wahrscheinlich vor uns liegt. Die Notenbanken werden irgendwann in Panik kommen, wenn sie sehen, dass die Wirtschaft abschmiert. Dann werden sie all in gehen, dann werden sie alles wieder rückgängig machen, dann werden die Märkte Party feiern, Cracker boomen und sagen, hey super, die Zinsen gehen wieder runter, aber dann wird die Inflation wieder nach oben gehen und dann wird es richtig ungemütlich, meine Damen und Herren. Das ist zumindest eine Prognose, die ja immer schwierig ist, sofern sie die Zukunft betrifft. Die Vergangenheit ist einfacher zu deuten. Das habe ich nach langem Nachdenken festgestellt, meine Damen und Herren. Und hier zum Beispiel Vergangenheit, da haben wir eine Rallye gesehen bei chinesischen Tech-Aktien. Aus dieser Reopening-Euphorie, könnte ich sagen, oder würde ich sagen, die sich nicht bewahrheiten wird. Hier sehen wir, dass jetzt eben auch die Tech-Aktien in China sehr stark auf Powell reagieren. Und gestern Aussagen von China auch sehr interessant, die eben auch indirekt sehr scharf kritisieren, dass die Fed die Zinsen anhebt und damit eben auch China, man gibt das nicht offen zu, aber auch China in Schwierigkeiten bringt, denn die haben Dollarknappheit, die brauchen eigentlich Dollars. Jedenfalls sehen wir, dass hier die Kurse für die chinesischen Tech-Aktien auch fallen, auch wenn Tech in China wahrscheinlich nicht untergehen wird. Das dürfte ein interessantes Asset insofern bleiben, als die Chinesen natürlich ihre Dominanz in Asien aufrechterhalten wollen und die üben sie vor allem über ihre Tech-Konzerne aus. Und wenn wir abschließend nochmal nach Deutschland kommen, hier Einzelhandelsumsätze, die bleiben schwach, zum Vormonat minus 0,3%. Kein Wunder bei dem Kaufkraftverlust, den wir haben. Die Löhne steigen langsamer als die Inflation. Jetzt sagen die Arbeitnehmer, nee, das darf nicht so weitergehen, wir verlieren an Kaufkraft. Deswegen fordern viele zweistellige Lohnanhebungen. Die werden irgendwie durchkommen. Das wird wiederum die Kosten der Unternehmen steigern. Das wiederum führte dazu, dass sie früher oder später dann wieder Leute entlassen. Diese Leute können dann nicht mehr konsumieren. Dann kommt auch hier die dicke Rezession. Das ist der Weg, der kommen wird. Der Weg, der kommen wird für Tech- und Meme-Aktien, dürfte sein, wie Mike Wilson es sieht, 20% Abwärtspotenzial. Erste Empfehlung, meine Damen und Herren, mit einem verlinkten Interview von ihm. Er ist immer ein sehr, sehr interessanter Redner, dieser Mike Wilson, da würde ich sehr genau hinhören. Erste Empfehlung und zweite Empfehlung, was macht das jetzt alles mit der EZB? Da sind ja Tauben, da sind dovische Mitglieder, da sind hawkische Mitglieder. Aber wenn die Fed jetzt Druck hat, die Zinsen um 0,5 zu erhöhen, dann werden die Tauben auch innerhalb der EZB ein Problem bekommen. Aber da ist eine ganz klare Frontenstellung zu sehen. Ich habe das hier nochmal in einem Artikel zusammengefasst, wie die Lage sich da darstellt. Also diese zwei Empfehlungen. 14.15 ADP, 16 Uhr JOLTS. Heute die Highlights. Reinschauen bei finanzmarktwelt.de. Wir berichten. Ich sage Servus, ciao.